Ich mach mal ein bisschen weiter. Wir sind noch nicht fertig. Ui, ui, ui. So. Ich mache meine ganzen Sachen mit, die hier schon seit einer Woche rumliegen. Das. Ist so warm. Ich habe eben den Sonnenuntergang aufnehmen wollen, aber ich musste die Stimme rausmachen. Ich, die Leute immer mit dieser Musik, ne, also das ist wirklich richtig furchtbar, ja. Ich konnte schon seit Tagen den Sonnenuntergang nicht aufnehmen, weil immer Musik spielt. Da habe ich gedacht, heute mache ich das trotzdem an, egal. Oh, die haben schon wieder die Musik an, ne? Ich hasse es, ja. Naja, ist halt im Sommer so, ne? Wenn meine Kinder hier wären, dann würden die auch Musik anmachen. Also das ist jetzt ja verständlich, aber für mich trotzdem ärgerlich. Ja, weil ich das immer dann nicht aufnehmen kann, halt alles. Ich muss immer dann den Ton rausmachen. Das will ich nicht, eigentlich. Aber nicht mehr genug Bügel hier. Muss unbedingt mal welche holen. Oben habe ich noch ganz viele eigentlich. Das jetzt mal hier so zusammen tun und da so rein. So. Das sind noch die beiden Westen. Das hört ihr das sogar noch hier, ne? Sogar hier hört man das jetzt. Das ist echt blöd, ja. Oh, eben war es leise. Einen ganz kurzen Moment. Jetzt haben sie es wieder angestellt. Mal gucken, ob der Gebetsruf. Gestern konnte ich nicht mal den Gebetsruf aufnehmen, weil die Musik so laut war, dass man das gar nicht gehört hat. So, und dann bin ich auch schon fast so weit. Man hört das immer noch, ne? Das nicht wahr, ja. Meine Güte. Filter sind auch ganz empfindlich. Es wird sonst sofort gesperrt, ne? So, was mache ich jetzt noch? Ich wollte jetzt eigentlich meine Tomatensuppe noch mal kochen, aber das werde ich nicht mehr schaffen. Da brauche ich gar nicht anfangen. Es wird gleich zum Gebet gerufen. Dann kann ich noch was trinken. Ich habe mir jetzt vorgenommen, keine Seltzer mehr zu trinken. Natürlich, ich habe noch, ne, muss alle werden, aber ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit das stille Wasser mit dem vermischt gemacht und dann passt das eigentlich. Kann man dann ganz gut trinken. Ist nicht ganz so lecker, aber es geht. Ja, das ist schon. So. Und dann. Ja, das hier ist übrigens der Quark, ne? Den ich geholt hatte. Ist ja echt nicht viel, ne? Ja. Naja, mal gucken, wie der schmeckt.
Ich glaube, die sind gleich fertig. Und dann müssen sie die ganzen Hühnerbabys, die ganzen Küken einsammeln und dann da rein tun. Ich hoffe, sie haben es auch so gebaut, dass ich da füttern kann. Ne? Und da frage ich mich ja dann auch noch, wie das dann gehen soll. Wir brauchen eigentlich auch... Oh, ist nicht wahr. Ne, richtig laut. Ah ne, das ist der Gebetsruf, oder? Jetzt mache ich hier mal überall alles zu, damit man hier nicht so reingucken kann. Was die hier inzwischen machen, weiß ich jetzt auch nicht. So. Huch, ihr seht ja gar nichts, Nightshine, sorry. So, jetzt mache ich mir meine Suppe. Hände waschen nochmal. Thank you.
Ich mach die Nudeln da gleich rein. Ich bin echt ausgelaugt. I'm sorry. Ich lasse einfach die Kamera so laufen. Manchmal passiert das, wenn ich wirklich richtig müde bin, dann irgendwann ist bei mir auch Schluss. Was soll ich machen? Bisschen Pfeffer. Wieder zu viel Suppenpulver reingemacht, aber ist nicht schlimm. Jetzt mache ich die Nudeln da noch rein. Wie viel ich halt esse, der Rest geht zu den Hunden. Ein bisschen da drin warm werden und dann gehe ich noch mal kurz zu den Männern und guck, was die da gemacht haben und dann sage ich euch Bescheid. Moment, ich muss wieder hier bedecken. Leute, mein Dings ist nämlich auf, mein Hals. So. Ja, es ist jetzt kurz später. Ich bin gerade dabei zu essen, wie ihr seht, und dann habe ich meine Hunde da am Gitter rum Wursteln hören, habe ich mir gedacht, ich gehe noch mal kurz raus, guck, ob die weg sind. Sind sie nämlich. Deswegen kann ich jetzt hier Aufräumstation machen, beziehungsweise Aktion. Ich habe das Licht angemacht und werde jetzt Hunde klar machen. Alles. Licht ist an. Als erstes muss das Wasser ab. Ich gucke noch mal, ob der Gärtner wirklich weg ist. Und die Tür werde ich auch abschließen. Mal gucken. Ja, Motorrad ist nicht da. Dann werde ich hier mal abschließen. Ich glaube, das hat er nicht gemacht. Macht er nicht immer. Mal gucken. Auf. Das heißt, ich muss das jetzt einmal zumachen. Moment, stelle ich euch mal hier hin. Jetzt geht das nicht mit einer Hand. Text. Machen wir den Schlauch da ab. Dafür muss ich aber meinen Schlüssel jetzt wieder irgendwo hinlegen. Damit ich ihn nicht verliere, tue ich ihn lieber wieder nach Hause. Weil wenn ich ihn jetzt irgendwo hinlege, verliere ich ihn und vergesse es. Ich hatte hier schon alles so gemacht, wie ihr seht, weil natürlich hier auch immer Männer rumgelaufen sind. So, hier habe ich auch noch ein Ei, weil heute Morgen habe ich meinen Müll weggebracht und dann haben die Hunde das, dann kann ich da mal rüberschmeißen und ja, dann haben die Hunde das Ei da nämlich raus und ich wollte das denen nicht geben, weil ich es nicht abgekocht hatte und wegen den Salmonellen Angst hatte. Jetzt muss ich den Schlauch immer abmachen. Mein Kleid ist so lang, das muss ich immer festhalten, sonst ja, wird es dreckig. Das machen wir jetzt da rein wieder.
kann ich das inshallah morgen früh gleich wieder da nehmen und für die Tiere benutzen. Ein Glück hatte ich gewässert so ein bisschen oder ganz schön. Zwitschern jetzt die Küken. Konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil es ist schon zu spät. Abgeschlossen ist es, glaube ich, auch nicht. Also, wir haben jetzt einen Kükenstall, haben die Männer gebaut. Der ist, befindet sich genau hier. Genau da unten sind die Küken. Sieht man aber nicht. Genau. Jetzt gucke ich nochmal. Die zwitschern da die ganze Zeit. Es hört sich an wie Vogelgezwitscher, richtig süß. Ja, warum haben wir die Küken geholt? Weil ja, wir nicht sicher sind, ob unser Hühnchen welche ausbrütet. Und selbst wenn, ja, es reicht halt nicht, ne, bei so vielen Leuten. Hier ist Alan, ja. So, drehe ich euch einmal um. Richtig schön, ne? Es weht so ein leichtes, warmes Lüftchen. Da sind die Schafe. Ich habe wieder Wäsche reingemacht, weil ihr glaubt nicht, was passiert ist, ne? Also ich bin raus, hatte ich ja noch gezeigt, habe euch da hingestellt. Dann bin ich raus und hab den Tieren noch Wasser gegeben, beziehungsweise unseren Hunden, habe das Wassernapf voll gemacht. Und dann habe ich mir meinen Stock genommen, damit sie mir nicht gleich überall hinspringen. Denkste, Bonjuk hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Pascha ist sofort raus und direkt in meine Wohnung rein, weil ich das wieder nicht zugemacht hatte. Ich wollte ja nur die Hunde rauslassen, ne? Ich puppel nicht, das ist nur mein nasses Bein, was sich hier auf dem Sessel schrubbelt. Und Pascha sofort in die Wohnung rein. Ich die Tür zu, Pascha wieder raus. Zum Glück war er nur hier im Wohnzimmer. Ich hoffe, er war nicht bei meinem Essen, ne? Ich habe hier mein Essen stehen. Ach du meine Güte. Oh no. Scheibenkleister, was mach ich nu? Das kann sein, dass er da dran war. Ne, das esse ich nicht mehr. Der war hier im Wohnzimmer und es war zwar relativ schnell, ne, aber ich weiß nicht, soll ich es essen?
Ich mache es nochmal richtig doll warm, richtig heiß. Naja, jedenfalls habe ich ihn dann aus dem Wohnzimmer raus und ich habe ihn dann auch rausbekommen. Wenn er alleine ist, dann hört er auch. Wenn Bonchuk dabei ist, dann dreht er so durch, ne? Nee, und Bonchuk hatte ich ja draußen noch, die habe ich versucht von mir weg, überhaupt gar keine Chance, alles an mich ran und keine Ahnung, Pascha raus. Und in dem Moment, als ich dann Bonchuk auch auf die andere Seite gezogen habe, hat Pascha meinen Schuh genommen, mein Hausschuh und ist damit weg. Ne? Und dann Bonchuk hinterher, Bonchuk hat sie in sich genommen und dann hat Bonchuk damit gespielt, ich wie eine Verrückte hinter den Hunden her, weil das war mein Hausschuh, der noch in Ordnung ist, ne? Warum soll ich den geben? Der war total heil, noch nicht die neuen, aber die alten, die ich immer draußen sonst anziehe, diese schwarz-lilanen. Und ich hinterher, bis ich die hatte, ne, die sind weggelaufen, die hatten da natürlich ein Spiel draus gemacht, haben sich auch abgewechselt. Einmal hatte mein Schuh Bonchuk und dann hatte Pascha ihn und dann haben die sich abgewechselt, ne, die sind weggelaufen ums ganze Grundstück mit dem Schuh, da fanden sie richtig toll, das Spiel. Naja, zum Schluss hatte Pascha dann den Schuh, da habe ich schon gedacht, oh, ein Glück, Pascha ist nicht ganz so firm wie sie und den kriegt den bestimmt, aber der war auch ganz schön auf Zack und dann hatte ich den aber irgendwann rein, Tür zu, nochmal duschen. Also ich sag's euch, Leute, und jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Essen hier? Er stand hier genau im Wohnzimmer, ne? Ich mache das jetzt noch richtig warm. Wäre er da dran gewesen, hätte er sich das Maul geschleckt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er hier war. Ich weiß es nicht, ne? Naja, und dann mache ich mir nochmal meine Klemmschante. Das bin ich total nass, ne? Wieder. Also guck mal, ich habe gerade geduscht, ne? Das ist kein Wasser, das ist schon wieder neuer Schweiß hier. Ja. Genau. Ja, wir haben noch ein bisschen Angst. Also wir haben nämlich, das wollte ich noch erzählen draußen, wir haben jetzt ein Stall sozusagen für die Küken gebaut. Das Problem ist aber, dass es schon dunkel war und die sehen ja da auch nicht mehr richtig und dann haben die oben drüber nur dieses grüne Zeug, diesen Stoff gemacht. An den Seiten ist überall, die haben auch eine schöne Tür dran, aber die haben halt oben, haben sie nur das grüne Zeug drüber gemacht, ohne Draht. Das bedeutet, wenn die Katzen da drauf springen, dann ist das durch. Ne? Wir haben jetzt noch Holz drauf gemacht und so, aber das ist auf keinen Fall katzenfest. Ne? Keine Ahnung, also ich weiß auch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ich kann nur hoffen, dass die Katzen nicht versuchen, zu den Küken zu gehen. Also sie sind ja auch schon relativ groß. Das sind schon relativ große Küken, ne? Also ich, keine Ahnung. Naja, jetzt kann ich auch nichts mehr machen, also. Genau, und dann werde ich morgen inshallah alle noch heil vorfinden. Und das wollen wir mal hoffen, inshallah. Ja, sonst gibt es nichts.